Herzlich willkommen bei Dynamic Food. Ich bin Hannes Zuckuck und heute reden wir mal ein bisschen über meine Veränderung. Ich möchte eine Art Vlog starten. Es geht um Ernährung, um Sport und die richtigen Wege und die falschen Wege. Ihr habt gerade in dem Video gesehen, ich war mal richtig dick, ich war mal richtig dünn. Es gab so viele Unterschiede in meinem Körper. Ich habe mich schon so oft verändert. Das Einzige, was ich aber noch nie war, war richtig muskulös. Und damit habe ich dieses Jahr angefangen. Ich möchte dieses Jahr meinen Körper straffen. Ich möchte richtig muskulös werden. Von richtig dick mal zu richtig muskulös. Der Weg ist weit, aber das Ziel ist trotzdem nah. Daran muss man denken. Nämlich der erste Schritt ist immer positiv zu denken. Wenn man positiv denkt, kommt man am weitesten. Und dann möchte ich euch noch zwei Tipps sagen. Zum einen, ob man abnehmen möchte oder sonstiges, das Wichtigste im Leben ist Wasser. Ich habe hier so eine Aluminiumflasche oder ich habe keine Ahnung, was das für ein Material hier ist. Auf jeden Fall Metall, habe ich mir von meiner Mutter gewünscht zu Weihnachten. Das ist einfach der einfachste Weg, 3 Liter Wasser am Tag zu trinken. Da sind 1 Liter drin. Wenn ich die leer habe, fülle ich sie auf, dann habe ich meinen 2. Liter automatisch schon wieder dabei. Ich versuche, die 3-mal am Tag leer zu machen, habe ich meine 3 Liter drin. Und Entwässerung ist das Beste, was man machen kann, wenn man abnehmen möchte. Man muss einfach viel, viel trinken. Ich bin noch kein Ernährungsexperte, aber ich bin auf dem Weg gerade dazu. Ich bin gerade dabei, die Ausbildung zum qualifizierten Ernährungsberater zu machen und entwickle mich jeden Tag weiter. Der zweite Punkt ist, führt ein Tagebuch. Ob es ein Kraftsport ist oder Diät, tragt ein, was ihr zu euch nimmt, was ihr gemacht habt. Ich meine, wenn ihr selbst nicht 2 Wochen macht, irgendwann ist es im Kopf und dann macht ihr alles automatisch. Ich mache zum Beispiel ein Kraftsportbuch. Ich möchte einfach meine Veränderung von einem Monat zum anderen Monat beobachten können, um zu gucken, wo habe ich mich gesteigert, wo muss ich mich noch steigern. Das kann man sehr gut mit so einem Buch machen, die gibt es überall sehr günstig. Man kann das einfach in die Sporttasche packen und immer mitnehmen. So. Man kann das alles eintragen, man sieht, welche Übungen man mal machen könnte, auch man sieht auf einmal, oh, ich habe mal das Bein noch nicht trainiert, mir fehlt noch ein bisschen Oberkörper, was ich trainieren muss, das habe ich schon ewig nicht gemacht. Das kann man alles mit so einem Buch super verfolgen. Es sind zwar nur 100 Seiten, aber das bedeutet auch 100 Tage, weil jede Seite ist ein Tag. Und das Jahr hat 365 Tage, dieses Jahr 66. Also bedeutet das, 3 Bücher im Jahr könnte man voll machen. Aber es reicht doch, wenn man 1 voll macht. Man geht ja nicht jeden Tag trainieren. Ne? Ist ein guter Tipp. Wir sehen uns nächste Woche. Ich versuche das jetzt 3-mal im Monat mindestens zu machen. Eine Art Ernährungsvlog, über die wichtigen Themen zu reden. Wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ihr wissen wollt, dann schreibt es mir drunter. Ich würde mal sagen, demnächst werden wir mehr über die Verdauung reden, vielleicht auch über Eiweiße oder Proteine oder sonstiges. Wir sehen uns. Hannes Zuckuck.